Der 11. Fotowettbewerb Bad Honnefer Bildkalender der Stadtsparkasse Bad Honnef und der Bad Honnef AG ist entschieden. Heute übergaben Daniela Paffhausen und Harald Schmeling Preise und Urkunden an die Gewinner. 12 Motive für die Monatsblätter und weitere 10 Fotos für Titelblatt und Sonderseite prämierte die 6-köpfige Jury. Die Preisträger erhielten je 250 Euro für die Monatsblätter bzw. 100 Euro für Titelblatt und Sonderseite. Herr Schmeling, 900 Aufnahmen, 900 Fotografien. Wie schwierig war für Sie die Auswahl? Eigentlich sehr, sehr schwer, weil wir wie jedes Jahr für verschiedene Monate, wie zum Beispiel Juli, August, wahnsinnig viele Aufnahmen haben und für manche Monate, dieses Jahr für Winteraufnahmen, fast keine. Und dann ist die Auswahl natürlich schwer. In einem Monat hat man vielleicht eine, zwei Motive und in anderen Monaten 10, 11. Und dann fällt natürlich auch für die Jury die Auswahl extrem schwer. Frau Paffhausen, wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fotos begutachten zu können? Einen ganzen Nachmittag. Also wir haben mit insgesamt 6 Personen viel diskutiert, waren uns nicht immer einig, aber letztendlich, denke ich mal, so in 3-4 Stunden hatten wir dann doch die Auswahl getroffen. Der Erlös aus dem Verkauf der Bildkalender ist für eine wohltätige Einrichtung in Bad Honnef bestimmt.